Herzlich willkommen zu The Spectrum Retreat. Zuallererst, ich habe keine Ahnung, um was es genau hier bei diesem Spiel geht. Es soll Rätsel beinhalten, glaube ich zumindest. Und ich habe das Ganze im Epic Games Store gesehen und es war gerade gratis. Daher dachte ich mir, ich gönne mir das Ganze mal und wir schauen uns das gemeinsam an. Von daher starte ich ein neues Spiel. Ja, und da wären wir auch schon im Spiel. Gerade aufgewacht am frühen Morgen. Sonnenlicht hat uns geweckt. Penrose Note. Ich weiß, es klopft an der Tür. Und wir gehen auch gleich zur Tür hin. Zoomen kann ich nicht. Schade. The Great Slendeasy. The Big Show. Slendeasy. May Notes. Okay, können wir nichts machen? Auch hier nichts. Dann müssen wir wohl zur Tür. Ah, good morning. I hope you had a restful sleep, and I do apologize for the disturbance. Hopefully you recall requesting this wake-up call. And while we iron out one or two technical difficulties, I hope you don't mind this somewhat personal touch. Breakfast is being served in our restaurant downstairs. I'll let the host know you're on your way. And please, enjoy your stay. Okay, vielen Dank für den Weckruf. Klingelt wohl irgendwas? Unser Telefon. Synchronisierung Audio Interface abgeschlossen. Okay. Passiert gerade nichts. Können wir hier nichts machen? Schade. Nun gut. Da war doch gerade ein Symbol. Oder nicht? Reception, Restaurant, Library, Ballroom und Pool. Holy shit. Sie werden unten erwartet. Okay, ich sehe gerade, wenn hier die ganze Zeit das Handy auftaucht, ist es nicht so schlau, wenn ich auf dieser Seite bin. Von daher move ich mich mal auf die andere Seite. Und spiegel mal die Kamera, dass das Mikrofon nicht so doof hineinhängt. So, sorry für die Unterbrechung. Da bin ich wieder. ...108... ...109. Das ist also unser Zimmer. Und ich schätze mal, wir müssen dort entlang, deshalb gehe ich natürlich erstmal in die falsche Richtung. Ist ja klar. I apologize. The elevator isn't feeling very well this morning. Perhaps a result of the ongoing work on our rooftop area. Ah, here. The Penrose.
for one night only at the specific request of the management, offering magnificent conjuringness. The great Splendeezy, the man who knows. Casting spells and reading minds, prediction fortunes. Swallowing swords and fire. And that's not all. For his final, he will be encased in water and will free himself from his chains. Okay, ein Magier ist offensichtlich. The grandest night of the season in the ballroom of the Penrose. Gut, der Aufzug ist gerade out of service. Order. Reception library. Wait. What? Warte, das muss ich nochmal anschauen. Okay. Interessant, wir laufen hier also im Kreis. Obwohl wir nicht im Kreis laufen. Habe ich gerade eine interessante Tür gesehen. Mit einem Zahlencode. Werden wir bestimmt noch irgendwie herausfinden. Hoffentlich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Restaurant. Ripstone präsentiert. Ein Spiel von Dan Smith. The Spectrum Retreat. Sieht ganz nice aus hier. Könnte ich mir zumindest auch persönlich vorstellen, hier zu übernachten. Ballroom und Pool können wir leider nicht besuchen. Elevator und Guest Rooms 101 to 132. Allerdings wirklich sehr menschenleer. Now there's someone who knows how good our famous breakfasts are. Sorry to report the weather has taken a turn for the worst, but don't let that spoil your appetite. Please, make yourself comfortable in the restaurant. Werde ich machen, vielen Dank. Kann ich mich hier ducken? Okay, springen können wir. Gut zu wissen. I hear breakfast is especially good this morning. Okay. Irgendwie scheint mir das irgendwie alles wie Kulisse zu sein. A very good morning. Die Leute hier bewegen sich ja auch nicht wirklich. Penrose. Restaurant. Morning. Hope you enjoy your stay. Bisher eigentlich schon, obwohl das hier alles etwas creepy ist. Library. Können wir auch nicht hinein, schade.
Scan-Protokoll, Mitarbeiter 237, Eintrag 1. Ich habe meinen Traumjob. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber ich habe ihn. Es wurden sogar ein paar Entscheidungsprozesse übersprungen. Jemand mit mächtig Einfluss muss mein Portfolio richtig gut gefahren haben. Morgen fange ich an. Hoffentlich kann ich einen guten Eindruck machen. Mein Name ist Cameron Worrell. Erlebnisdesigner bei Spectrum. 1 von 9. Okay, aufheben können wir es nicht. Sorry. Da habe ich E gedrückt statt Maustaste. Gut. Wir können wohl nur ins Restaurant gehen. Vielen Dank. Werde sie da rausholen. Lassen Sie sich nichts anmerken. Okay. Offensichtlich sind wir hier wohl gefangen. Oder in so etwas. Denn wir konnten ja gerade auch nicht durch die Eingangstüre hinausgehen. Und wir können nur das machen, was die Leute hier sagen. Die Angestellten. Good morning. Your reserved table is ready when you are, and please mind your step. Seems one of our guests left in something of a hurry. Okay, welches ist denn mein Tisch? Woher weiß ich, welcher mein Tisch ist? Ah. Wahrscheinlich dieser Tisch, der reserviert ist. Okay, hier sollte ich wahrscheinlich nicht unbedingt sein. Alles viel zu sauber, um überhaupt wirklich in Betrieb zu sein. Ich habe schon gesehen, unser Tisch ist da. Und was das ist, sieht nicht nach Blut aus. Eher nach Dreck oder Wein. Zumindest sind wir hier nicht alleine. Schon mal gut. Wissen. Scan-Protokoll 2, Mitarbeiter 237, Eintrag 7. Nach 3 Monaten mache ich langsam aber sicher Fortschritte. Ich hätte nicht gedacht, wie kompliziert das Design für neue Technologien sein kann. Das FUE-Team fügt jeden zweiten Tag etwas Neues hinzu und es ist unmöglich, die Arbeit für länger als eine Woche zu planen. Angeblich herrscht in der Chefetage von Spectrum eine gewisse Hysterie. Hysterie, was Mitbewerber angeht, und man ist besessen von möglichen marktfähigen Fortschritten. Als Designer muss ich dafür die passenden Orte schaffen. Die anderen sind total begeistert von ihren Szenarien. Ich meine, klar können wir zum Mond fliegen, allerdings denke ich, dass eine vertrautere Umgebung für mich besser wäre. Die Vorauswahl für den nächsten öffentlichen Testlauf ist in 2 Monaten. Ich brauche einen schnellen Geistesblitz. Alles ändert sich hier so schnell. Reserved. Unser Frühstück. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Gut. Versuche. Kontaktaufnahme.
Ist die Zeit jetzt nach vorne gegangen oder zurück? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ich denke mal nach vorne, da unser Essen aufgegessen ist. Cooper? Hallo? Hallo? If you can hear this, hide your phone now. Now, hide your phone right now. Don't let the staff know you have this phone. My name's Cooper. I believe you're being held here against your will. I'm gonna try to help you, but you must do everything I say. I'm gonna send an update to your phone. This'll let you receive calls from me automatically. So you can just focus on trying to act naturally. Sorry about... Oh, shit. Shit, the signal's being blocked. Just... Oh, hold on, I can fix this. Cooper. Cooper will uns hier rausholen. Wir werden ohne selber zu wissen von gegen unseren Willen hier festgehalten. Sah das vorher schon so aus? Okay, if you can hear me, make your way to the elevator. Okay, wir wissen ja, wo der Elevator ist. I trust your meal was splendid. Do let me know if there's anything we can do to make you more comfortable. The main elevator should be upstairs. Get to it. We're short on time. Okay, sorry, war alles gut, meine ich. Wo sind die anderen zwei hin? Ich bin auf dem Weg. The main elevator should be upstairs. Get to it. We're short on time. Ja. Rechts, links, rechts, links. Elevator rechts. Okay, der Aufzug. If you're at the elevator, then the tracker in the phone is working. And with any luck, the elevator should be working again too. You never know, this might be easier than I thought. See if you can... That's it, you're nearly there. All you have to do is get to the roof. Give it a go. Na dann, los geht's. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Spectrum Retreat. Ups. Bis... zur nächsten Folge. Tschüss.